Was geht ab, meine Nafris? Mein Name ist Sofian. Ich darf euch wieder herzlich begrüßen zu einem neuen Video. Ich habe heute wieder für euch einiges vorbereitet und ich würde einfach mal sagen, wir schauen gemeinsam rein. Die Situation, über die wir heute reden werden, die hat vor circa 1 bis 2 Tagen angefangen. Und zwar dadurch, dass Barello wieder angefangen hat, auf TikTok live zu gehen. Er hat es anscheinend geschafft, irgendeine Art und Weise einen Account zu kriegen, der es ihm erlaubt, der nicht gesperrt wird und ihn erlaubt, live zu gehen. Daraufhin ging Barello mit Arrogante Pate live und fing an, über gewisse Thematiken und Personen zu reden. Und eine davon war zum Beispiel Nebel. Zum Thema Nebel und so, ne? Weil viele Leute und so früher, wo ich mich mit Arafat aus Versehen, ne? Weil ich bin ein Mensch, wenn ich mit jemandem chille, Abdu, danke, ich kann schnell manipuliert werden und so, ne? Ich war mit Nebel und so und das hat, voila, ich sage immer noch an Papa Ari, dass es mir leid tut, dass ich sogar lügen musste. Voila, ich musste sogar Sachen lügen, bei Allah, die gar nicht stimmen. Und das tut mir immer noch weh und ich weiß, auch wenn Arafat mir verzeiht, auch wenn Papa Ari mir verzeiht, ich kann mir selber nicht verzeihen, weil ich habe Lügen auf die Welt gesetzt, wo er gesagt hat, schwör auf Allah, ich habe sogar dabei auf Allah geschworen, ne? Möge Allah mir verzeihen und so. Sagen die gar nicht. Auf Allah geschworen und dazu will zu wissen, dass du lügst im Internet, insane. Hat Nabil dir das beigebracht? Guck mal, ich bin dir ehrlich, ich wurde gesteuert. Digga, ist so. Er ist so behindert, ne? Wie oft hat er das jetzt schon gesagt? Wie oft hat er gesagt, dass er von jeder Partei gesteuert worden ist? Wie oft? Und wie oft wird man ihm glauben? Das ist so die große Frage für mich. Okay. Also es geht eigentlich um die Pizza. Um was? Oder um die Pizza. Nicht nur diese. Alles, was ich gesagt habe, da ich wurde gesteuert und ich musste lügen. Wallah, ich musste lügen. Wallah. Papa ist der King. Ich schau auf alles. Soll ich ehrlich sagen? Ich musste sogar nichts sagen. Ey, Junge, der Typ ist geisteskrank. Wir sitzen hier seit Wochen, okay? Seit zwei, drei Wochen war das gegen das ganze Ding zwischen denen. Reden über diesen Beitrag. Reden über diese gottlosen 800 Euro, die Barello bezahlen musste. Und am Ende des Tages die Rechnung, die er vorgeworfen hat, dass er irgendwie 3049 für eine Pizza zahlen musste. So, und ein paar Monate später bringt er einfach die Aussage, dass er nichts gezahlt hat. So, und diese ganze Story anscheinend fabriziert hat. So, um natürlich Nebil in der Situation in die Tonne zu kloppen. Und das ist das Problem, was ich sage, ist, Was man vielleicht, wenn man, sagen wir mal, in der Situation, dass Barello und Nebil das mit Arafat gemacht haben, die Storys sozusagen schlimmer gemacht haben oder, ne, sagen wir mal, schlechter dargestellt haben, als sie wirklich waren, so wird die das auch irgendwann angetan. Und so sieht sich dann auch Nebil wieder jetzt in der Position, wo ihm das widerfährt. Ne? Ehrlich jetzt? Ich schwöre. So kenne ich auch Arafat, wallah. Also er ist so gutherzig, Bruder, dass er... Seine Gäste, Lehrerin meiner Behandlung. So kenne ich das. Leute, was los hier? Los, Leute, besieg mal Barello. Walla, was los? Und so. Das ist ja die Sache aller Sachen und so, weißt du? Dann weiter geht's mit... Arafat war traurig, als Barello weg war. Ich bin dir ehrlich, viele haben versucht, meine Freundschaft mit Papa Ari kaputt zu machen und so, aber Papa Ari ist King und hat mir immer wieder verziehen und so, ne? Weil er weiß schon, ich hab... Ja, weil er dich mag. Weil, wenn er dich nicht mögen würde, dann wird er auf dich scheißen. Ich bin dir ehrlich. Er mag dich. Und wo du weg warst, ich habe mit ihm telefoniert, bei Allah. Ich habe das, also das erste Mal, ich so, Arafat, was ist da mit Barrett? Der so, hör auf, der war richtig traurig, wallah billah. Den hat das richtig mitgenommen. Ich sag dir ehrlich, Bruder. Natürlich. So wie sich das angehört hat am Telefon, hat ihn das auf jeden Fall mitgenommen. So. Im Gegensatz zu anderen, die du hochgemacht hast, die haben sich gefreut. Ich hab damit nichts zu tun und nein, und Barello war das und hast du nicht gesehen. Verstehst du, du weißt, was ich meine. Gegen den gehen wir ja morgen vor, ne? Es gab viele, die mich Bruder genannt haben, aber wir waren nur Fame-Geilier, sind hinter Fame her und so, wallah. Und redet nochmal zu guter Letzt Barello über Momo News, dem er ja auch teilweise indirekt vorgeworfen hat, dass er seinen Account sperren lassen hat. Dann ging Nebel kurze Zeit später, Nebel am selben Tag live. Und auf einmal bestand sein Chat nur noch aus 2 Euro. Weswegen und weshalb wird erklärt in diesem TikTok. Was wollen die Leute alle mit 2 Euro? Schulde ich jemanden 2 Euro? Keine Ahnung, Bruder. Ist das vielleicht ein Insider oder so? Nein, du hast angeblich Pfand ausgeben und du wolltest diese 2 Euro zurück, bevor jeder seinen Weg geht. Was ist das für eine bindete Story, yo?
Wer hat das gesagt? Schreiben die auch bei mir, keine Ahnung, aber wer das gesagt. Nein, ehrlich jetzt, im Ernst. Keine Ahnung, irgendwas mit Exotik, Fanta, keine Ahnung. Ja, ne? Habibi, Ildis, ich küsse dein Herz. Kann ich aufklären, was mit den 2 Euro auf sich hat? Würde mich sehr gerne interessieren. Pate meinte das. Was denn? Was meinte Pate mit 2 Euro? Wie wollten 2 Euro für Fanta, Walla? Die schwören sogar. Irgendwas mit Fanta, Exotik, wolltest du, hast du aufgeben und dann, bevor jeder seinen Weg geht, gib mal diese 2 Euro zurück, dann gehe ich meinen Weg oder so. So wurde gesagt? Steht hier, ich weiß nicht. Ja, Allah, ja, Allah. Also entweder sind die Leute, ganz dumm. Ehrlich, bei 2 Euro, wer glaubt denn so einen Scheiß, Mann? Ich hätte... Ja, rein vom Prinzip her ist es genau dasselbe Ding mit der Pizza, ne? Eine Story nehmen, sie vielleicht schlimmer darstellen oder vielleicht auch teilweise, vielleicht komplett fabrizieren. Man weiß es jetzt nämlich. Jetzt weiß man gar nicht mehr, was mit dieser Pizzageschichte wirklich auf sich gehabt hat. Was jetzt wirklich so der Fall gewesen ist. Aber man merkt halt rein, das Prinzip wird jetzt auch hier verwendet. Ne? Irgendeine Story nehmen, die jemanden vielleicht extrem geizig aussehen lässt und die dann im TikTok loslassen. Kaum keine Quelle, keine irgendetwas und die Leute glauben es einfach. So. Das ist halt das Ding, was auf TikTok halt abgeht. Bei 3 verstanden, aber bei 2? Ehrlich jetzt? Ach ja, ach. Der meinte, du wolltest Geld zurück für Fanta. So, und dann, kurze Zeit später, hat Nebel ein Statement verfasst und das ziehen wir uns jetzt rein. Auch es mich betrifft und über mich geredet wird, ich wollte auf den Punkt kommen, irgendwelche Fake-Freunde, also dass man so bezeichnet wird, was ich sehr schade finde, weil letztendlich hat man eine schöne Zeit miteinander gehabt, die Wege haben sich getrennt, weil unkorrekte Sachen gemacht worden sind, deswegen habe ich mich entschlossen, von gewissen Menschen zu distanzieren und habe es dann dementsprechend gemacht. Okay? Die Wege haben sich getrennt, jeder geht auf eine friedliche Art und Weise seinen Weg und macht sein Ding. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass eine Abschiebung im Raum steht. Das ist natürlich absolut keine schöne Sache und jedem, den sowas widerfährt, man sollte sich melden, egal ob man noch Kontakt hat oder nicht. Und tatsächlich habe ich mich bei Barello selber nicht gemeldet. Der Grund dafür ist, ich habe es für mich empfunden, dass es unwahr ist, weil wenn jemand abgeschoben wird oder wenn jemand in Gewahrsam genommen wird, dann, soweit ich weiß, darf man nur 24 Stunden in Gewahrsam genommen werden, maximal 48 Stunden. Dann wird man einen Haftrichter vorgeführt. Und dann kommt man entweder in U-Haft oder man kommt raus. Und da es keinen großen Tatvorwurf gegen ihn gab, war ich mir eigentlich relativ sicher, dass er nicht in Haft ist. Deswegen habe ich... Das Ding ist halt einfach, ich weiß halt nicht. Wenn Nebel sagt zu dem Zeitpunkt, die sind noch Freunde, ne, was ich nicht weiß, wie gesagt, das hat ja auch viel damit zu tun, dass gegen Ende hin Barello mit Arafat wieder live gekommen ist, ne, und sich bei Arafat entschuldigt hat, was wiederum Nebel in der Situation sehr schlecht aussehen lassen hat. So. Kann natürlich sein, gibt natürlich auch Nebel in irgendeiner Art und Weise das Recht zu sagen, weißt du was, ab sofort sind wir keine Freunde mehr. Zu dem Zeitpunkt, sage ich, ist er ihm nicht verpflichtet oder in irgendeiner Art und Weise muss er nicht nachfragen, wie es ihm geht, was los ist oder sonst was. Ne? Man ist halt einfach nicht mehr befreundet. So. Aber sollte es so sein, dass zu dem Zeitpunkt noch ein gewisser Kontakt geherrscht hat und eine gewisse Gutwilligkeit zu der Person, so wäre das Mindeste einfach zu schreiben, ey Bruder, geht's dir gut oder sonst was. Für nötig empfunden, ihn zu schreiben. Das ist meine Rechtfertigung dazu. Trotz allem habe ich seine Schwester geschrieben. Ich kann euch gerne die Nachricht zeigen. Darauf wurde nicht reagiert. Wie heißt die Schwester auf TikTok? Ja, hier. Damit ihr auch das Ganze seht und das war am 26. Hallo, ich weiß nicht, ob das stimmt oder fake ist. Mit Roy. Aber falls ja, ich irgendwie helfen kann mit Anwalt oder so, gib Bescheid. Am 20. Oktober. Ach, am 2. Nein. Das war am 26. Oktober. Okay. Hallo. Ja, ich weiß jetzt, also ne, müsst ihr verstehen, warum ich jetzt Probleme gehabt habe, das zu lesen war, weil das halt einfach ein bisschen verschwommen ist.
Okay, ja, die Schwester anschreiben, sie ist ja wahrscheinlich die Kontaktperson in dem Moment gewesen, ne? Weil man natürlich dann in dem Zeitpunkt geglaubt hat, dass Barello nicht erreichbar ist. Das wäre meiner Meinung nach, da ist schon Nebel irgendwie seiner Sache nachgekommen, um ehrlich zu sein. Ich denke, das ist das, was du als Freund erwarten kannst, dass du sagst, okay, schreibt diese Person mir oder so. Klar, vielleicht ein bisschen Ego dabei, dass man die Schwester anschreibt anstatt Barello selber. Aber ich würde sagen, das zeigt schon, dass ihm an der Situation was gelegen hat, definitiv. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder fake ist mit Roy, aber falls ja und ich irgendwie helfen kann, mit Anwalt oder so, sag gerne Bescheid. Also bin ich irgendwie dumm oder hat hier Nebel gerade seinen Vornamen geleakt? Ich glaube nicht, dass Barellos Name überhaupt bekannt gewesen ist und er hat immer ein großes Geheimnis darum gemacht. Okay, das heißt, ich als Freund oder als Ex-Freund oder was auch immer, wie man das bezeichnen kann. Wenn ich mitkriege, ich hab's, dann ist es nicht mein Problem, weil ich gehe ja davon aus, guck mal, für mich war von vornherein klar, dass es nicht der Wahrheit entspricht. Ich habe auch vor ein paar Wochen eine Story gepostet, wo ich auf gewisse Leute reagiert habe, die im Live darüber diskutiert haben und gesagt haben, der ist in Haft und so, habe ich so eine Story auf doof gemacht und habe darüber gelacht, weil ich es ein bisschen lächerlich finde. Ist auch meine Meinung, man sollte Leute, die einen lieben und wenn man erst recht in der Öffentlichkeit steht und die Person sehr beliebt bei vielen Leuten ist, sollte man nicht verarschen. Erst recht nicht mit so einem Vorwurf. Bei dem Abschiebervorwurf bin ich voll dabei, dass das Ganze wieder fabriziert worden ist, um Reichweite zu generieren. Das war meine persönliche Meinung genauso, dass ich gesagt habe, das ist schon wieder heftig, da hätte man definitiv Klarschiff machen können. Und man hat bewusst daraus ein Geheimnis gemacht, ne? Um einfach wieder, sagen wir mal, ein bisschen mehr Licht wieder auf Barello zu haben. Und wie gesagt, der hat es schon das erste Mal gemacht und das ist jetzt das zweite Mal. Und man hat halt einfach nicht daraus gelernt. So, fertig, aus Ende. Wie gesagt, zwischen den beiden, er existiert ja oder hat eine Freundschaft existiert. So. Dementsprechend kann man vielleicht sagen, okay, wäre einfach korrekt von Nebel, dass er sich bei ihm meldet oder nachfragt. Vielleicht jetzt nicht wegen der Abschiebehaft, aber generell über die Situation. Er hat die Schwester angeschrieben. So, die Schwester hat nicht geantwortet. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man jetzt mehr von ihm fordern kann oder mehr, dass er mehr hätte machen sollen. Kein Plan. Wie gesagt, da muss man halt auch ganz genau wissen, wie das zwischen den beiden aussieht, ob die sich wirklich noch mögen oder ob da wirklich schon dieser, ne, dieses gewisse Distanzgefühl ist. Okay, das ist meine Einstellung dazu und das kann jeder für sich empfinden, wie er möchte. Um auf das Thema zurückzukommen, ich als Freund bin meinen Verpflichtungen nachgegangen, auch wenn unsere Wege sich getrennt haben. Ich habe seine Schwester geschrieben und ich habe einen gemeinsamen Freund von uns geschrieben und habe gefragt, ob alles okay ist, ob man irgendwie helfen kann. Weil in so einer Situation, wenn man Scheiß am Stecken hat, dann wünscht man sich natürlich Leute, mit denen man eng ist oder war, dass die für einen da sind. Und das war das, was ich dazu sagen soll. Weil das ist so ein absurdes Thema. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, es ist zwar ein sehr dummes Beispiel, aber meine Freunde kommen morgen in die Öffentlichkeit oder wer auch immer und fängt auf einmal an, Gerüchte über mich zu erzählen. Der Neville ist tot, okay? Und ihr hört 2 Wochen lang nichts von mir und ich komme jetzt live und sage, ey, voll die falschen Freunde, keiner hat sich gemeldet. Die haben erfahren, dass ich tot bin und keiner meldet sich. Ist das nicht ein bisschen lächerlich so? Versteht ihr, was ich meine? Deswegen, das ist einfach für mich. Ja, ich verstehe, was er. So, so nach dem Motto, so komplett den Fakt ignorieren, dass man einfach jeden angelogen hat, so, weißt du? Oder dass man am Ende des Tages sozusagen das Geheimnis oder dieses Gerücht gar nicht für nötig gefunden hat, zu dementieren. Ja, das Ding ist halt, okay, vielleicht kann man noch sagen, hätte sich, dass Nebel sich prinzipiell einfach bei ihm meldet. Einfach auch, weil Barello auf dem Weg war, gecancelt zu werden und teilweise seine Plattform komplett weg war. Ne? Ob einfach um den Geist, einfach im mentalen Zustand zu fragen. So nach dem Motto, ey, geht's ihm gut, geht's ihm nicht gut. So. So. Aber wie gesagt, ich finde bei der Frau, bei der Schwester sich melden, weil man halt einfach vielleicht auch gedacht hat, Barello ist nicht erreichbar, ist das Mindeste, was man machen kann. Nebel ist dem Ganzen nachgegangen. Ein sehr, sehr ekliges Thema. Ich lasse die Kommentare an, da können die Leute gerne was dazu schreiben. Und ja, das ist das. Aber man muss auch natürlich hier sagen, den Namen leaken von Barello, das muss nicht sein. Ja, das Ding ist halt, okay, vielleicht kann man noch sagen, hätte sich, dass Nebel sich prinzipiell einfach bei ihm meldet,
Einfach auch, weil Barello auf dem Weg war, gecancelt zu werden und teilweise seine Plattform komplett weg war. Ne? Ob einfach um den Geist, einfach mentalen Zustand zu fragen. So nach dem Motto, ey, geht's ihm gut, geht's ihm nicht gut. So. So. Aber wie gesagt, ich finde bei der Frau, bei der Schwester sich melden, weil man halt einfach vielleicht auch gedacht hat, Barello ist nicht erreichbar, ist das Mindeste, was man machen kann. Nebit ist dem Ganzen nachgegangen. Man muss auch natürlich hier sagen, den Namen leaken von Barello, das muss nicht sein. Ich finde es einfach nur schade und traurig, weil wir haben echt eine sehr, sehr schöne Zeit miteinander gehabt. Und das, was ich für ihn gemacht habe, würde ich jederzeit wieder tun. Und ich stehe immer noch zu allem, was ich gesagt habe. Und dass man sich dann hier hinsetzt und sagt, der hat eine 2 € für eine Fanta verlangt. Ich will nicht aufzählen, was ich alles getan habe, weil wenn man was macht, sollte man es von Herzen tun. Aber alleine, was ihr mitbekommen habt, zum Beispiel, ich sitze zu Hause, der ist im Hotel nebenan und der sagt mir um 3 Uhr morgens, ich habe Hunger, ich bin der Erste, der aufsteht, den Essen bringt. Ich mache das nicht, weil er Barello ist, sondern ich mache das, weil er ein Freund von mir ist. Ich würde das für jeden Freund von mir machen und das wissen alle meine Freunde. Und dass man sich dann hier hinsetzt im Nachhinein und dann behauptet, ich würde eine 2 € für eine Fanta verlangen. Oder dass man mit Leuten live geht und extra meinen Namen erwähnt, um zu provozieren, dass ich würde ich jederzeit wieder tun. Und ich stehe immer noch zu allem, was ich gesagt habe. Und dass man sich dann hier hinsetzt und sagt, der hat eine 2 € für eine Fanta verlangt. Ich will nicht aufzählen, was ich alles getan habe, weil wenn man was macht, sollte man es von Herzen tun. Aber alleine, was ihr mitbekommen habt, zum Beispiel, ich sitze zu Hause, der ist im Hotel nebenan. Und er sagt mir um 3 Uhr morgens, ich habe Hunger. Ich bin der Erste, der aufsteht, den Essen bringt. Ich mache das nicht, weil er Barello ist, sondern ich mache das, weil er ein Freund von mir ist. Ich würde das für jeden Freund von mir machen. Und das wissen alle meine Freunde. Und dass man sich dann hier hinsetzt im Nachhinein und dann behauptet, ich würde eine 2 € für eine Fanta verlangen. Oder dass man mit Leuten live geht und extra meinen Namen erwähnt, um zu provozieren, dass ich beleidigt werde, finde ich sehr, sehr traurig. Ich finde das echt sehr. Das war die Situation. Dann haben wir eine kleine Reaktion von Barello, während Nebel dieses Statement macht. Und zwar diese hier. Leute, was für geht zu Nebel und Dings rein? Ich will nicht zu Nebel, Leute. Ich will mit denen nichts zu tun haben, Wallah. Einer, der sich nicht meldet bei mir, während mir schlecht geht, warum sollte ich bei denen reingehen, um Fame zu geben oder was? Er soll sich freuen, dass er gerade 2K Zuschauer hat, Leute, wegen mir, Wallah. Weil er muss Arafat erwähnen die ganze Zeit oder mich, damit er Zuschauer hat. Hallo? Ja, komm rein, Junge, wenn du willst. Du rufst mich an, während ich live bin. Nejo. Ja, okay, dann Salamu alaikum. So, kommen wir heute zu der letzten Situation. Und zwar, Arafat äußert sich zu den Anschuldigungen. Schauen wir rein. Guck mal, hier gibt es Leute, die denken so, ich bin auf den Kopf gefallen, weißt du? Der eine macht Videos, dass irgend 4 Leute ihn verfolgen und ey, das ist Arafat und. Also, worauf sich Arafat hier bezieht, ist Gold. Und zwar, es gibt ein TikTok oder ich glaube ein Clip. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt finden werde. Hier, der meint, glaube ich, Arafat. Bring heute. Hier. Bei Allah, es waren 4 Wagen lang, die mir hinterhergegangen sind. Wallah, Arafat, du bist ein Macher. Da muss ich sagen, du bist ein Macher, Wallah. 4 Wagen lang, alle BLN. Alle BLN. Leute, ich gehe offline. Bei Allah, 4 Wagen, alle BLN. Warum die Adresse gewusst? Weil ich die Adresse gesagt habe. Aber Arafat, einen muss ich dir sagen. Du hast Ehre und Stolz. Du bist nicht zu mir nach Hause gekommen. Digga, ich kann nicht mehr. Weil ich bin Raucher, ich trinke, ja. Gebe ich zu. Oh, Allah, ich kann nicht mehr. Wallah, billah. Ich bin mein Leben gerannt. So, das auf die Situation bezogen. Er hat behauptet in dem Clip, dass auf ihn geschossen worden ist. Ne? Und ja, schauen wir weiter. Eure Spielchen, dass ihr denkt dann, ihr könnt mich im Nachhinein anzeigen, weil ich irgendwelche Leute geschickt habe. Warum sollte ich zu Junkies Leute schicken? Warum? Wenn das danach gehen müsstest du ja 1000 Leute schicken, ganze Videos auf Geht es darum, dann tut einer so, ich habe viel, viel getan bei Allah. Siehst du Gold? Ich kenne diesen Menschen nicht. Uxzumbillah, ich habe ihn noch nie in meinem Leben gesehen. Ich habe es eben Arafat privat gefragt, so auf ehrlich. Der sagt, Bruder, ich kenne den nicht. Der sagt wirklich, ich kenne den nicht.
Er hat mich therapiert und bitte, 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 bitte ruf mich an, bitte. Irgendwann habe ich ihn angerufen. Bitte, bitte mach mir klar, dass ich mal mit Barello live gehe. Ich so, okay, ich habe mir nichts dabei gedacht. So, der hat mir leid getan, weil der hat eine Krankheit und möge Allah ihn Schiffer geben. Und irgendwann, ich schlafe, Bruder, 3 Uhr morgens, er ruft mich an. Komm mit mir live. Ich so, hast du ein Rad ab? Ich schlafe. Was er da erzählt, danach bin ich mit Umut live. Das ist alles gelogen, Bruder. Wallah, der ist krank. Oder wie der Coach Schwenke, genauso krank. Schickt mir irgendwelche Bilder. Ja, du schickst mir Leute, alles so eine Fantasien, dass sie mich hintenrum anzeigen. Stell dir mal vor, du kriegst die ganze Zeit so Nachrichten. Du hast auf mich geschossen. Du hast mir Leute geschickt, du hast mir dies gemacht, du hast mir das gemacht. Geisteskrank, geisteskrank. Ich hab ehrlicherweise, bei Gold sage ich ehrlich, ich hab gar keine Ahnung. Ne? Es war schon irgendwie auffällig, dass die Leute diese ganzen Stories, sobald er auf diese Plattform gekommen ist und nur einen Stream gehabt hat, sofort haben sich diese Stories, ne, wurden diese Stories erzählt, dass er das gemacht hat, dass er dieser Auftragsmörder sein soll und vielerlei Dinge. So. Aber wie gesagt, es ist halt, du kannst jetzt hier nicht sitzen und sagen, yo, kann man irgendwie nachvollziehen, solange du keinen Bericht, eine Art Recherche hast, eine Art, ne, die in irgendeiner Weise, man weiß ja auch nicht 100%, wer er ist überhaupt, wer, ne, wer soll, was ist sein Name, wer ist er genau, ne, das ist ja wirklich an sich einfach eine Erzählung, aber trotz allem tut mir irgendwie Gold leid, weil er scheint irgendwie so zu sein, dass er davon berichtet, dass da anscheinend Kontaktabbruch stattgefunden hat oder Arafat oder Yasser, ich weiß nicht ganz genau, ihm nicht mehr zurückgeschrieben hat und es ist offensichtlich, dass dieser Junge auf jeden Fall Hilfe braucht. Welche Art von Hilfe, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber auf jeden Fall Hilfe und dementsprechend. Ich meine es ernst, aber ganz ehrlich, eins habe ich gelernt im Leben. Diese ganzen Leute, die sich irgendwo hinter irgendeinem TikTok verstecken und jemand schlecht machen wollen, ich wünsche euch nichts Böses, aber wer mich öffentlich anprangert, ich sag's ganz öffentlich, kriegt von meinem Anwalt Post. Genau wie ihr das macht, werde ich das genauso machen. Weil ich werde euch sowieso nie in meinem Leben sehen. Ihr versteckt euch hinter irgendeinem Telefon. Verstehst du, Ferhat? Das ist nicht böse gemeint. Die kriegen Post. Und ich werde mir nicht erlauben, dass Leute über mich Sachen reden, die nicht stimmen. Der eine sagt, er kennt mich. Der andere sagt, dies. Der andere sagt, ich wollte das mit ihm machen. Ja, an mir, von wo kenne ich euch? Bei allem Respekt, ohne Hochmut. Ihr seid, wart und seid immer noch Fans. Bleibt Fans und Gutes. Das ist crazy. Oh mein Gott. Ja, aber das Ding ist halt, wenn du mit Leuten live gehst, ne, und teilweise auch mit denen Content machst oder sonst was, da werden halt Fans zu Bekannten. Ne, das ist klar. Und jeder, mit dem sich Arafat blicken lässt, ne, von dem wird man natürlich auch definitiv ausgehen, dass man ihn auch vielleicht kennt. So, dementsprechend habe ich auch immer gesagt, wenn jetzt jemand ein Gold so eine Geschichte erzählt oder sonst was, ist es viel wahrscheinlicher, dass man denkt, dass er die Wahrheit sagt, weil man ihn schon in den Streams mit Arafat und Yasser gesehen hat. Versteht ihr? Das ist so das Problem bei der ganzen Geschichte. Man weiß natürlich nicht um die zwischenmenschliche Beziehung im Hintergrund, ob die überhaupt miteinander reden, telefonieren oder sonst was. Aber meistens, TikTok-Zuschauer gehen meistens immer davon aus, dass wenn du mit jemandem live gehst, dass da schon so eine, ne, erst recht öftermals, dass da schon eine gewisse Art von, ne, dass man sich schon auf eine gewisse Art und Weise kennt. Durch Arafat Abu Chaka kriegen die Followers, Bruder. Also kriegen die Zuschauer. Und dann, er schwört, ich habe vorhin einen, hat mir einen Ausschnitt, er schwört auf Allah Azza wa Jal und auf den Koran, dass das stimmt. Da sage ich mir, ich schwitze beim Schlafen. Hast du neben mir geschlafen? Habe ich was mit dir, dass du weißt, dass ich schwitze? Also, er meint, glaube ich, diesen Clip hier. Ich komme und irgendwas sagen. Irgendwo, einer von 1000 muss doch die Wahrheit sagen, in meinen Augen. Du bist falsch, Bro. Wir alle Leute, die ihr wisst gar nicht, was privat abgeht, hä? Warum habe ich so losgelegt? Ich habe die ganze Zeit meinen Mund gehalten. Ich habe mit Arafat, ich sag euch die Wahrheit jetzt. Guck, die Wahrheit und nimmt auf sogar. Ich habe mit Arafat telefoniert. Und nachts um 3 habe ich ihn angerufen. Er sagt, er geht mit mir live. Ist er nicht gegangen? Er hat nicht sein Wort gehalten. Habe ich gesagt, okay, alles klar. Ich stecke das in meinen Kopf rein und sage nix. Ich schweige. Schweigen ist Gold. Ah.
Und dann habe ich gesagt, alles ist gut. Nächsten Tag später ruft er mich an und sagt, ich gehe gleich mit dir live. Ist er nicht? Ich sag, ich rufe ihn wieder zurück an. Ich sage, ich bin im Krankenhaus. Er lehnt einfach ab. 5 Minuten später geht er mit Umut lieber live. Dieser kleine Heuchler. Alles, was ich für den getan habe. Dieser kleine Heuchler Arafat. Und was macht der? Ich schreie ihn an am Telefon, wo der mich danach angerufen hat. Sagt er zu mir, ich weiß nicht, ob der da Schlaf gewandelt hat oder weiß ich nicht. Viele sagen im Schlaf, der schwitzt, etc. Warum kann der nicht schlafen? Warum kann der nicht schlafen? Das ist Allah. crazy. Schwitzt im Schlaf. Das ist so ein dummes Gericht, ne? Aber es ist auch irgendwie lachig, ja. Aber schwitzt im Schlaf. Groß. Allah bestraft diese Leute. Er kann nicht schlafen. Was denkt ihr, warum ein Arafat Abu Chaka nachts nicht schläft? Er schwitzt im Schlaf. Weil das ist die Strafe von Allah. Warte, Sam, bitte. Okay, warte. richtig. Weil das ist die Strafe von Allah. Der hat so viele Menschen unrecht gestellt. So viele Menschen, Wallah. Das ist die Strafe von Allah. Er schläft nachts nicht. 3 Uhr nachts schläft er, 6 Uhr morgens wacht er auf. Ich schwöre auf den Heiligen Koran, das ist die Wahrheit. Ein Arafat Abu Chaka, wenn er nachts schläft, er schwitzt die ganze Zeit, jede Stunde steht er auf. Warum klärst du das nicht? Also die Leute fragen sich erstmal, was ist der Hintergrund und warum klärst du das nicht privat? Weil dann wird dir vorgeworfen, wenn du das im Live machst, dass du fehlst. Du weißt das ja. Was privat, Lan? Du weißt doch selber, was ich privat. Sag doch, ich hör mal zu. So, und das war jetzt, worauf sich Arafat bezogen hat, die Aussagen von Gold. Schauen wir wieder rein in den Clip. Ja, Bruder, was ist das für ein Film? Hey, ja, das war am Anfang ein bisschen dein Fehler, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe das so ein bisschen mitverfolgt. Der Typ hat erstmal am Anfang ein paar Videos gedreht, so mit Arafat und das und dies. Und da habt ihr den in Live reingeholt. Und Bruder, der hat mich angebettelt, bitte hol mich rein. Ich habe ihn reingeholt. Das ist das, was ich sage. Da hat auf jeden Fall Ferhat meiner Meinung nach hundertprozentig recht. Ist, wenn du jemandem deine Plattform gibst, ne, dann sei dir auch bewusst, dass alles ab sofort, was er tut, auch in Bezug auf dich hat. War auf einmal dieser Typ, der irgendwie diesen Connect zu den Leuten hatte, zu einem Arafat und zu einem Yasser. So, weil die den natürlich auf die Plattform auch, ne, die haben den halt live genommen. Alles, was er danach tut, ist halt einfach auch von denen selber fabriziert. So, deswegen. Da meinte ich aber, Bruder, ich kenne dich nicht. Guck dir das Video, ich kenne ihn nicht. Bei Allah, ich kenne ihn nicht. Warum soll ich denn lügen? Eben. Er könnte mein Sohn sein, warum soll ich ihn auch kennen? So ein Kind von irgendeiner Gosse, Alter. Arafat, ich habe mal eine Frage, ja. Könntest du Rechtsschutz in Deutschland machen? Würde dir irgendeine Versicherung Rechtsschutz geben für diese Anwalt mit diesem Rechtsschutz, was man so kennt? Bruder. Ja, dafür, wie gesagt, ich erzähl's dir privat. So, das war die Situation. Vergiss nicht, mein Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und bis zum nächsten Mal. Peace.